Ich wollte einmal zum Einstieg, ja, wollte ich einmal ein Ratespiel machen. Wer kennt einen Politiker, der die Worte New World Order in den Mund genommen hat? Ja, welche wären das? Bush. Ja, aber nicht die üblichen Verdächtigen. Es hat sich ja angehäuft, ja. Es soll ja ein Quiz sein, nicht? Irgendeine Ahnung? Ja, es ist ziemlich oft gesagt worden, ja. Ich wollte eigentlich... Es ist ja viel darüber diskutiert worden, ob die in der Ukraine jetzt die abgehaltenen Wahlen, ob die jetzt wirklich, also hier nennt man das Pseudowahlen, ja, und ob das jetzt wirklich legitim ist, was die dort machen oder nicht. Weil in den Zeitungen natürlich wird das nicht erwähnt. Und ja, und die Merkel droht halt immer mehr, jetzt kommen immer mehr Sanktionen und ich denke mir die ganze Zeit, warum übernehmen wir diese Vertragskultur von den USA und werden selber wortbrüchig? Ja? Weil es ist ja abgesprochen worden. Also nur zur Info, es ist der komplette Wortlaut der trilateralen Verhandlungen, die auch von der Ukraine, Kiew unterschrieben wurden. Also das Ganze ist amtlich. Ja? So. Darin sind ausdrücklich die Wahlen vorgesehen, damit man dann unter Berücksichtigung der momentanen Situation weitere Verhandlungen führen kann. Was sonst hätten also die Leute im Prinzip im Osten machen sollen, ja? Sich weiter abschlachten lassen? Also ich finde das... sehr merkwürdig. Die Position des Westens ist eigentlich nur eine einzige Provokation. Und das ist genau das, was Russland meint, ja? Wenn wir reden, wenn wir international verhandeln wollen, und damit ist auch das gemeint, ja, wenn heute sich ein Lafontaine oder ein Willy Wimmer hinstellen und sagen, das internationale Recht ist gebrochen worden. Und der Sündenfall des Völkerrechts, das war zum Beispiel, da kann ich mich sehr gut erinnern, das war Jugoslawien. Ja? Und seit damals, und das ist auch das, woran wir uns eigentlich klammern müssen, das einzig letzte echte Recht, was übrig geblieben ist, meiner Einschätzung nach, ist das Menschenrecht. Das ist das einzige Heilige, was übrig geblieben ist, nach dieser Blutspur von den USA, welche über den Globus gezogen wurde. Und hier ist das Protokoll, also über die Ergebnisse der Beratungen der trilateralen Kontaktgruppe in Bezug auf die gemeinsamen Schritte zur Umsetzung des Friedensplans, weil irgendwie gab es ja auch in den Medien die Meldung, ja, wir haben einen Friedensplan. Ja? Und hier erkennt man ja auch, wer möchte wirklich Krieg, wer möchte einen Frieden haben. Wer setzt welche Schritte, wer provoziert wen. Und man muss eigentlich keine Worte darüber mehr verlieren. Nach Prüfung und Diskussion der Vorschläge, eingebracht durch die Teilnehmer der Beratungen in Minsk am 1. September 2014, hat die trilaterale Kontaktgruppe, bestehend aus den Vertretern der Ukraine, der Russischen Föderation und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, ja, aber es wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, ja, die kann man vergessen, ja. Ob die dabei gewesen wären oder nicht, ja, völlig, aber wirklich völlig, hat eine nötige Verständigung erreicht bezüglich der Notwendigkeit zur Umsetzung der folgenden Schritte. Gewährleistung der sofortigen, beidseitigen Beendigung des Gebrauchs von Waffen.
Gewährleistung der Überwachung und Überprüfung durch die OSZE zur Einhaltung der Nichtverwendung von Waffen, Umsetzung der Dezentralisierung der Macht, also der Dezentralisierung der Macht, ja, weil das Protokoll ist ja nicht ohne, die haben ja wirklich verhandelt da, muss man sagen, ja. Und dieses Schriftstück werden Sie nirgendwo in den Medien finden, ja. Ihnen wird erzählt. Ja. Gewährleistung einer ständigen Beobachtung der ukrainisch-russischen Grenze und Überprüfung durch die OSZE in Verbindung mit der Schaffung eines Sicherheitsbereichs in den Grenzregionen der Ukraine, der Russischen Föderation. Sofortige Freilassung aller Geiseln und widerrechtlich inhaftierter Personen, ja. Also das ist ja Wahnsinn, was da drin steht, ja. Das ist teilweise wirklich nicht mehr umsetzbar. Ich weiß nicht, für was die verhandelt haben. Erlass eines Gesetzes zum Verbot der Verfolgung und Bestrafung von Personen im Zusammenhang mit den Ereignissen in bestimmten Bereichen der Regionen Donetsk und Lugansk in der Ukraine stattfanden. Rufen wir uns da nur ins Gedächtnis zurück, was in Odessa passiert ist. Tja. Durchführung eines integrativen nationalen Dialogs. Momentan ist es in der Ukraine so, dass auf der offiziellen Seite haben wir die offizielle Sprache und wo die Leute halt international verhandeln, ja. Inoffiziell haben sich Vertreter getroffen von allen Parteien, unabhängig in der Ukraine, ja. Eigentlich ein geschichtsträchtiges Ereignis. Die haben sich getroffen, also wirklich alle die wichtigsten Leute, welche was zu sagen haben. Sowohl als von der ukrainischen Seite und alle anderen, die wirklich etwas zu sagen haben. Generäle und was weiß ich bei denen. Ja. Aber, Überraschung, ja, da waren keine Nazis dabei. Ja, oh. Und die haben wirklich geredet. Also ich habe mir das Video angesehen, ja. Das eine Video geht 2,5 Stunden. Ja. Und die haben sich wirklich das Herz ausgeschüttet. Ja. Die haben wirklich geredet. Ja. Und das ist eines der ersten positiven Zeichen, welche wir sehen. Ja. Aber alles nicht organisiert durch die Politik, keine Vermittler, keine stille Post, keine Zwischenvermittler mehr, aka Kissinger, ja, die haben sich wirklich hingesetzt, haben geredet und es sind überraschenderweise zu vielen Gemeinsamkeiten gekommen, ja. Erste Gemeinsamkeit, ja, Punkt Nummer uno war: Sie wollen die Nazis raushauen. Sie sind an der Macht. Hallo? Zweiter Punkt. Also ich weiß auch nicht, ob das so umsetzbar ist. Die wollen die ganzen Oligarchen raushauen. Und die wollen wirklich die Kontrolle übernehmen über das Land. Ja? Und da sage ich, das hätten sie von Anfang an machen sollen. Mit ihren Maidan. Und ja, im Prinzip ist das ein Anfang und die Leute raufen sich langsam zusammen. Ja? Und ja, es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und das freut mich irgendwie. Tja, wollte eigentlich nur diese Info kundtun. Natürlich ist viel anderer Dingsbums auch passiert, ja. Aber das meiste ist ja nicht wirklich ernst zu nehmen. So, bedanke euch. Mich.